Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt die Gäste heute Abend sehr herzlich. Tja, liebe Zuschauer, im reichen, sauberen Stuttgart kam es zu einer Gewaltexplosion, die fast alle sprachlos gemacht hat. Es begann feuchtfröhlich. Es endete in brutaler Gewalt. Steine wurden geschmissen, Geschäfte geplündert, Polizisten gezielt angegriffen. Ein randalierender Mob, den die Polizei selbst zunächst als Partyszene bezeichnete. Wenn man sich die Szenen angeschaut hat, wie da ein junger Mann einem Polizist voll in den Rücken springt, dann muss man sehen, das hat mit Party überhaupt nichts zu tun. Das sind junge Leute, die gegen den Staat eingestellt sind. Gewalt gegen die Polizei auch in Göttingen vor wenigen Tagen. Ein Hochhaus unter Corona-Quarantäne. Bewohner griffen die Beamten mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik an. Die Polizei erlebt Angriffe aus allen Richtungen, auch von Hooligans und Neonazis. Täglich 200 Fälle von Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten zählt das Bundeskriminalamt. Wir haben seit langer Zeit eine stetige Zunahme der Gewalt gegen Polizeibeamte. Ein wirkliches Alarmsignal für unseren Rechtsstaat. Cem Özdemir ist bei uns. Herr Özdemir, in Stuttgart liegt Ihr Wahlkreis. Sie waren am Sonntag da und haben sich die Schäden angeschaut. Haben Sie inzwischen irgendeine Erklärung für das, was da passiert ist? Keine einfache, die man in einem Satz zusammenfassen kann. Das war sicherlich ein hartes kriminelles Milieu, das jetzt auch nicht zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist. Dann gab es aber auch viele Trittbrettfahrer. Über WhatsApp-Gruppen, übers Mobiltelefon sind Leute herbeitelefoniert worden und fanden das irgendwie cool, in Anführungszeichen, dass man Läden von Leuten, die hart arbeiten, kaputt macht, dass man auf Polizisten losgeht. Mit Vorsatz, auch um ihnen Schaden zuzufügen. Und es gibt ja auch genug Verletzte. Deshalb hoffe ich, dass so viel wie möglich Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das alleine wird nicht reichen. Wir müssen uns auch mit den Ursachen beschäftigen, wie es passiert, dass uns Jugendliche verloren gehen. Mhm. Und da ist mir es erstmal egal, welche Herkunft sie haben. Es sind unsere Jugendliche aus Stuttgart, aus der Umgebung. Und das darf sich nicht wiederholen. Sebastian Fiedler ist bei uns, Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Herr Fiedler, die Polizei sprach anfangs von Party- und Eventszene. Andere wollen vor allen Dingen Linke und Migranten da gesehen haben. Was einte die, die auf der Straße waren und so explodierten? Gute Frage. Das werden die Ermittlungen vorwiegend jetzt uns erstmal anschließend sagen müssen. Aber was sie eint jedenfalls, ist, dass sie den Staat in Gänze offensichtlich ablehnen, weil sie ja nun die staatlichen Behörden als Feindbild begriffen haben. Ich will aber ganz deutlich sagen, dass das weder ein Stuttgarter Phänomen ist, noch ein deutsches Phänomen. Wir haben jetzt in diesen letzten Tagen in Brixton, in London, in Den Haag, in Dijon, einen ganzen Stadtteil über Tage nahezu in Schutt und Asche gelegt gesehen. Das heißt, wir haben in Europa Destabilisierungselemente, mit denen uns intensiver auseinandersetzen sollen. Und es eint all diese Elemente, dass sie den Staat als Ganzes, aber insbesondere auch die Polizei als Feindbild erkoren haben und sich auch in den sozialen Medien diesbezüglich artikulieren. Wolfgang Bosbach, CDU-Innenpolitiker. Bosbach, die Polizei konnte, Zitat, keine linkspolitischen, religiösen oder überhaupt politische Motive erkennen. Sehen Sie die? Zu Beginn gab es ja den Hinweis auf die linke Szene. Der wurde dann nicht wiederholt. Allerdings für mich persönlich ist der Hinweis auf die Partyszene etwas zu schlicht. Also unter einer Party, die aus dem Ruder läuft, ich weiß jetzt nicht, wie man in Stuttgart Partys feiert, aber in Köln gehören da keine Sturmhauben mit dazu. Also Partys, die aus dem Ruder laufen, es ist zu viel Alkohol, ruhestörender Lärm und Ähnliches. Wir haben ja hier massive Gewaltausbrüche gesehen. Alkohol, Drogen. Ja, das wird jetzt als Ursache herangezogen, ist mir aber auch etwas zu einfach. Die Bilder, die wir hier gesehen haben, lassen ja auf eine enorme Wut auf diesen Staat schließen, auf die Repräsentanten dieses Staates. Die Polizei repräsentiert ja das staatliche Gewaltmonopol und das ist eine demokratische, eine zivilisatorische Errungenschaft. Ich ahne, wie die Ermittlungsverfahren ausgehen werden. Ich habe noch gut das Ergebnis der Kölner Silvesternacht in Erinnerung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Polizei sich alle erdenkliche Mühe geben will, den Tätern habhaft zu werden. Sie müssen ja jedem Täter bestimmte Taten zuordnen und dann noch nachweisen können. Sonst kommt es hier überhaupt nicht zu einer Anklage, geschweige denn zu einer Verurteilung.
Und am Ende war es sicherlich ein Motivbündel und nicht nur ein einzelner Anlass. Idil Baydar ist bei uns, Kabarettistin, bekannt als Gillette Eichel, Schauspielerin und eine engagierte Kämpferin, nicht nur für Frauenrechte. Wenn Sie auf diese Szenen schauen, Frau Baydar, würden Sie sagen, da haben sich manche ein Beispiel nehmen wollen an den Protesten, die es in den USA gab? Oder war es Corona? Oder wollte man irgendwie ein schickes Video produzieren und damit angeben? Ich finde das faszinierend, dass man erstmal diese ganze globale Bewegung Black Lives Matter außer Acht lässt und dass man das nicht irgendwie mit einbezieht, denn da geht es genau darum, Polizeigewalt, die an BPOCs oder schwarzen Menschen vollzogen wird, und zwar regelmäßig, systematisch. Dass man das jetzt hier völlig vergisst, und ja, Herr Busbach, Sie haben recht, es ist historisch gewachsen, das ist nämlich, das Polizieren kommt nämlich aus der Kolonialkultur und es diente dazu, weiße Menschen ihren Besitz zu schützen. Also müssen wir noch mal nachfragen, ob das so eine tolle Kultur ist, die da historisch gewachsen ist, oder ob wir auch jetzt mal was anderes machen können. Aber ich denke, also erstens mal natürlich, wir verurteilen hier alle am Tisch unnötige Gewalt. Also die Läden, die kaputt gegangen sind, sind ja auch von Migranten gewesen. Also das dürfen wir an der ganzen Sache nicht vergessen. Dass es eine generelle Staatsfeindschaft gibt, finde ich wirklich polemisch und übertrieben bis zum geht nicht mehr. Was hier passiert ist, und das beobachte ich, weil ich habe Jugendarbeit sehr, sehr lange gemacht in Berlin. Ja. Ich habe an verschiedenen Schulen gearbeitet und ich habe sehr viele Momente erlebt, wo wir auch Konfrontationen mit Polizei hatten. Und ich habe bei Jugendlichen noch nie erlebt, dass sie, ohne provoziert zu werden oder in irgendeiner Weise schikaniert zu werden, einfach angreifen. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich nicht. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage nur, dass ich das nicht erlebt habe. Das halte ich nicht für ein typisches Merkmal. Glauben Sie denn, dass damit aber auch Gewalt gerechtfertigt wird von den Jugendlichen oder von den Menschen, die zu so brutaler Gewalt gegriffen haben? Ich sehe das ähnlich wie die meisten, glaube ich, am Tisch. Es ist natürlich auch eskaliert. Ne? Also da wird es schon eine Kerngruppe gegeben haben. Wir wissen allerdings nicht viel. Und ich meine, eine Sache ist natürlich auch klar. Ne? Wir haben den Polizeifunk gehört. Das ist Krieg. Ich übertreibe nicht da. Das sind nur Kanaken. Glauben Sie ernsthaft, dass jemand, der ein Polizist, der so rangeht an migrantische Jugendliche, auch nur annähernd Respekt erfährt? Also das sind heranwachsende Jugendliche, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind. Und sie sind nicht in der Pflicht, irgendwie das Vorbild zu sein. Sie müssen es von uns lernen. Also Respekt geht in zwei Richtungen. Und ich habe das sehr oft erlebt, dass Jugendliche nicht respektiert werden von Polizisten. Also, aus welchen Gründen auch immer. Ja, der Polizist bleibt nicht mehr auf dem Stuhl. Das kann ja nicht so stehen bleiben. In der Tat nicht. Sie machen ja hier Opfer zu Täter sozusagen und verkehren ja die Tatsachen. Also Ihr Erzählstrang läuft ja so, die Polizei, die jetzt hier Opfer von Gewalttaten geworden ist, war auch noch selber schuld. So weit kommt es gerade noch. Wir haben hier die Kollegen gesagt, das habe ich auch nicht gesagt. Sie haben gesagt, es sei provoziert worden. Moment, durch eine rechtmäßige, aber in welchem Kontext? Reißen Sie es bitte nicht aus dem Kontext. Ich hatte Sie jetzt gerade nicht unterbrochen im Gegensatz zu Ihnen. Sie haben auch etwas aus dem Kontext gerissen, indem Sie gesagt haben, ich hätte gesagt, es gäbe eine generelle Staatsfeindlichkeit. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt solche Gruppierungen und die gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in europäischen Staaten. Aber hier geht es doch nun, ist auch nur ganz klar die Lage verteilt. Hier hat es eine rechtmäßige Drogenkontrolle gegeben. Gibt es da irgendwelche Kritik dran? Und dann haben sich ad hoc Hunderte solidarisiert mit Straftätern, die übrigens, die wir jetzt schon kennen, auch schon vorher bekannt gewesen sind als Straftäter. Und das auch nur eine Sekunde lang zu rechtfertigen, ist wirklich der Gipfel der Interpretation dieser Ereignisse. Cem Özdemir, nicht nur die AfD, auch Ihr Parteifreund Boris Palmer will überdurchschnittlich viele Migranten unter den Krawallmachern entdeckt haben. Bloß weil die beiden das sagen, ist es deshalb völlig falsch? 45% ist ungefähr der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn man jetzt mal zählt, bei denen, die da festgenommen worden sind, dem Haftrichter vorgeführt worden sind, ist es ungefähr repräsentativ, was die Zusammensetzung der Jugendlichen unter 18 Jahren in Stuttgart ansteht. Also das ist ungefähr so, wie Stuttgart sich zusammensetzt. Und Stuttgart war jetzt in der Vergangenheit nicht gerade bekannt dafür, dass es ein Hotspot für Kriminalität ist. Im Gegenteil. Wir sind parteiübergreifend, Herr Rommel, der frühere Oberbürgermeister von Stuttgart, Herr Schuster von der CDU, Fritz Kuhn jetzt und seine
mögliche Nachfolgerin, gibt es ein breites Verständnis in Stuttgart, dass wir eine weltoffene, liberale Stadt sind. Umso erschrockener sind wir angesichts der Bilder. Und ich will zu dem sagen, was Sie gesagt haben mit der Polizei. Dieser Funkspruch ist ja bekannt. Das kann man heute in der Zeitung lesen. Tonspur. Aber es ist die Stuttgarter Polizei, die das aufarbeitet. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Die Stuttgarter Polizei hat sich da sehr klar erklärt, dass sie der Sache nachgeht. Der Polizeibeamte ist festgestellt worden, der das war. Die werden das jetzt intern nachgehen. Das muss man auch machen, gerade weil es an die Polizei zu Recht einen hohen Anspruch gibt. Das ist die Visitenkarte unseres Landes. Die müssen den Rücken hinhalten. Unser Job ist es, auch als Politik uns vor unsere Polizei zu stellen, weil die eben oft das Kreuz hinhalten müssen für viele Sachen. Weil das so ist, muss man natürlich auch schauen, dass bei der Polizei es da keine Verfehlungen gibt. Das wird aufgearbeitet bei uns. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Nun wird natürlich, Herr Özdemir, auch sofort wieder nach Ursachen geforscht, auch nach ökonomischen Ursachen, Zukunftsangst, Arbeitsplatzverlust. Glauben Sie, dass das Verlierer waren, die da geprügelt haben? Wir hatten auch Gymnasiasten drunter, die sich da angeschlossen haben. Also, das ist ein bisschen, wie Herr Fiedler vorher gesagt hat. Ich verstehe das ja, jetzt wollen alle quasi wenige Tage danach die perfekte Erklärung, die alles erklären kann. Es gab früher mal einen Grundsatz in der deutschen Politik, und zwar jetzt unabhängig, ob es islamistisch, rechtsradikal, linksradikal, was auch immer ist, dass man erstmal die Polizei ihre Arbeit machen lässt. Die sagen, die waren es, die haben wir, das ist die Analyse. Und dann setzen wir uns hin und unterhalten uns über die Schlussfolgerungen. Und da gibt es wahrscheinlich auch Streit, gibt es hoffentlich auch Gemeinsamkeiten. Das ist außer Kraft gesetzt. Wir haben es mittlerweile in Echtzeit mit den Bildern zu tun, über soziale Medien. Die AfD insbesondere, Gott sei Dank hier glaube ich niemand, hat dann sofort schon den Täter und wissen immer gleich, die waren es nicht oder die waren es. Und dann arbeitet man sich daran ab, ich hätte gern wieder dieses alte Prinzip. Das heißt erstmal, wir schauen uns genau an, was passiert ist. Wir sorgen dafür jetzt mit Blick aufs kommende Wochenende, da bin ich auch in meinem Wahlkreis in Stuttgart, dass es nicht wiederholt. Ja. Das ist zu Recht der Anspruch der Bevölkerung, der Ladenbesitzer, dass wir die Sicherheit garantieren. Und dann ergreifen wir Maßnahmen. Dazu gehören Strafen für die Täter. Dazu gehört auch polizeiliche Maßnahmen. Stichwort Licht. Ganz wichtig, dass es nicht im Dunkeln dort ist. Das hat auch was mit subjektiver Sicherheit zu tun. Stichwort Kameraüberwachung, wo notwendig. Stichwort natürlich auch Alkoholverbot, vielleicht an Festtagen, dann am Wochenende. Auch darüber muss man offen reden. Und dann geht es aber auch um die sozialpädagogische Komponente. Ich will, dass uns kein einziger Jugendlicher entgleitet. Jeder Jugendliche sollte eine Perspektive darin sehen, dass man durch eigene Anstrengung und durch Hilfe der Gemeinschaft, durch Schule eine Ausbildung bekommt und eine Perspektive in der Gesellschaft hat und sich nicht das Hirn wegdröhnt und dann auf Leute zugeht, die nichts dafür können, wenn man selber Probleme hat. Alkoholverbot und Sperrstunde, hilft das was, Herr Fiedler, in Ihren Augen, um so etwas zu... Nicht ausschließlich. Das kann und muss man hier alles machen, genau in der Reihenfolge, wie Herr Özdemir es gerade jetzt gesagt hat. Aber es greift meines Erachtens zu kurz, weil es verkennt, dass es nicht nur diesen Stuttgarter Fall gegeben hat. Ja. Wir haben Situationen in Deutschland diskutiert, wo Einsätze fingiert worden sind und aus den oberen Etagen mit handfesten Dingen die Kollegen beschmissen worden sind. Ich habe Ihnen gerade ein paar andere Szenen beschrieben. Das heißt, was ich eigentlich erwarte, ist, dass alle demokratischen Parteien nicht nur Worthülsen absondern, die sind auch richtig und wichtig, sondern dass man auch wirklich merkt, und das bezieht im Übrigen die Jugendorganisationen der Parteien mit ein, dass hier wirklich alle demokratischen Kräfte sich einig sind, dass sie hinter den deutschen Sicherheitsbehörden stehen. So, und alle übrigen Diskussionen sollten nach einem deutlichen Absatz erfolgen. Das steht erst mal oben. Und es folgt genau diesem Staatsverständnis, wie Herr Boswart das gerade richtigerweise beschrieben hat. Ich glaube nur, es ist nicht allen hinreichend klar, dass wir eben grundsätzliche Gruppierungen, so nenne ich sie mal allgemein, weil es im Prinzip auch nicht politische Gruppierungen sind, die ich hier nur im Blick habe, die uns nachhaltige Probleme bereiten, und zwar über einen längeren Zeitraum. Und da sollten nicht die Rollen vertauscht werden. Seit wann muss man eigentlich in der Polizei darauf gefasst sein, dass aus einem Routinevorgang im Grunde genommen plötzlich eine so konfrontative Situation wird, dass sich da ein Mob bildet und die Polizei mit einer solchen Situation konfrontiert ist? Seit wann? Spätestens, seit sich die Gesellschaft so zunehmend polarisiert hat. Das spiegelt sich selbstverständlich wieder. Also wir haben natürlich mit den Teilen der Gesellschaft zu tun, die problematisch sind, die in ihren Ansichten radikalere Thesen vertreten, die außerhalb des üblichen Staatsgefüges sich gedanklich bewegen. Mit denen haben wir es natürlich zu tun. Und je polarisierter sich die Gesellschaften und deswegen auch der Blick nach Europa, weil wir dort parallele Entwicklungen feststellen, sich entwickelt,
Jedenfalls zeitgleich können wir auch diese Effekte feststellen. Und das kommt teilweise aus zunächst einmal in dem jeweiligen Moment auch überraschenden Situationen, weil sie vielleicht, man kann lange über diese Statistiken diskutieren, die interessieren mich einigermaßen wenig, sondern mich interessieren diese handfesten Situationen, über die wir reden. Und das bedeutet natürlich, dass sich in der Polizei diese Debatten wiederfinden, weil sie sich fragen, wie viel Rückhalt haben wir eigentlich? Steht die Masse der Bevölkerung wirklich hier hinter uns? Wie äußert sich die Politik? Da wird genau hingehört, wer da was sagt von den Spitzenpolitikern. Das kann ich Ihnen versichern. Und deswegen sollte man die Worte hier sehr sensibel abwägen. Und wenn man hier zeitgleich Diskussionen aus den Vereinigten Staaten absurderweise hierher trägt, ohne zu erkennen, in welcher völlig unterschiedlichen rechtlichen Situation Sicherheitsarchitektur, etwa 18.000 Polizeibehörden, nach 12 Wochen sind sie in manchen Bundesstaaten Kopf. Absurd, diese Vergleiche hierher zu tragen und das auch noch in einem Atemzug, in einem Klumpatsch diskutieren zu wollen, halte ich für total fatal. Erstmal sollten wir sagen, so funktioniert hier der Staat, die Masse der Parteien steht hier hinter euch und dann diskutieren wir alles Übrige. Frau Baydan, nochmal die Frage, wenn junge Menschen ihren Frust, ihre Wut, ihren Zorn und auch ihre Gewalttätigkeit an der Polizei auslassen, treffen sie dann den richtigen Adressaten? Ist die Polizei daran schuld? Wissen Sie, die Dinge haben sich entwickelt. Also als ich in den 90ern noch ein junges Mädchen war, da hatten wir zu den Polizisten im türkischen Amca gesagt, also Onkel und Onkel ist immer etwas, was auch mit Respekt zu tun hatte. Da war das allerdings ein bisschen anders. Ich meine, die Politik hat die Polizei massiv beschnitten, also in allen Mitteln abgebaut, abgebaut, abgebaut. Wir haben eine absolut überforderte Polizei. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die Polizei an diesen Missständen in irgendeiner Form die Verantwortung trägt. Die sind völlig überfordert. Dann haben wir Cop-Kultur. Das heißt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und was man hier einfach mal nicht vergessen darf, ist, dass wir als Migranten ständig im Visier sind, ständig kriminalisiert werden von allen Seiten. Und Hanau dürfen wir an dieser Stelle mal gar nicht vergessen. Sie sind alle außer Cem keinen Türken. Sie wissen, oder Ausländer oder Migranten, sie wissen nicht, wie sich das angefühlt hat, als das passiert ist. Wir sind traumatisiert. Und ich denke, das hat auch eine Rolle gespielt in dieser ganzen Sache. Denn wir Migranten wissen, die Polizei schützt uns nicht. NSU. Wann ist der Respekt verloren gegangen? Wann ist das Vertrauen verloren gegangen, glauben Sie? Sie werden kein festes Datum finden, aber in unserem Land ändert sich viel. Alleine der Hinweis auf die, anders kann man es ja nicht sagen, Ermordung von George Floyd in den USA und dann sozusagen das Sprachbild, ja, bei uns in Deutschland, darüber müssen wir diskutieren. Bei uns ist genauso wie in den USA. Das ist so etwas von abwegig. Aber es ist klar, wenn wir diese Debatte führen, dann fühlt sich die Polizei in eine Ecke gestellt und dann erwartet sie Hilfe, übrigens nicht nur von der Politik, auch von der Gesellschaft. Da müsste eigentlich selbstverständlich sein, ist aber nicht selbstverständlich. In einer solchen Situation fallen wir der Polizei nicht in den Rücken, sondern wir stärken ihnen den Rücken. Nur zwei Beispiele, jetzt gar nicht Taz-Kolumne. Schlimm genug. Na, bauen Sie mal noch 200 Stellen ab und dann sehen wir mal, wie das hier gut gehen kann. Sind wir hoffentlich nicht böse, wenn ich sage, wenn Sie einmal den Personalaufwuchs in den letzten Jahren sowohl beim Bundeskriminalamt als auch bei der Bundespolizei verfolgen, das ist das exakte Gegenteil von Stellenabbau. Ein Journalist, der auch für die Zeit renommiertes Medium schreibt, twittert noch vor der Taz-Kolumne, jetzt ziemlich genau wörtlich, in Minneapolis wird die Polizei abgeschafft, inshallah hoffentlich bald auch bei uns. Das ist der Sound. Vor diesem Hintergrund erfolgen solche Taten. Das ist jetzt keine Tragödie wie die 500 Täter, die bei der aus dem Ruder gelaufenen Party zu Werk waren. Aber das zeigt, was sich in unserem Land verändert. Vor wenigen Tagen schon in Stuttgart. Ein Zugkontrolleur kontrolliert einen Nigerianer, hat keinen Fahrausweis. Polizei wird geholt zur Personenfeststellung. Sofort, nachdem die Polizei die Papiere überprüft hat, bildet sich eine kleine Menschenmenge und beschimpft die Polizei, weil es natürlich rassistisch ist, wenn weiße Polizisten einen Schwarzen kontrollieren. Dann stellen sie auch noch fest, dass der Papiere mit unterschiedlichen Namen hat. Und dann eskaliert das nicht so wie auf dem Schlossplatz. Aber es kommt zu einer Auseinandersetzung. Das heißt, hier wird, ohne dass die Betroffenen den Sachverhalt überhaupt kennen, sofort Rassismus unterstellt. Schlusssatz. Nee, das stimmt. Problem der Sicherheit in unserem Land ist nicht die Polizei.
Das Problem ist Kriminalität und Kriminelle. Und ich weiß aus langjähriger Erfahrung in der Innenpolitik, die Polizei selber hat ein überragendes Interesse daran, dass die schwarzen Schafen aus ihren Reihen aussortiert werden. Die Bewerbung in Deutschland für die Polizei, die dauert ja länger als die Ausbildung für die Polizei in den USA. Herr Busbach, Racial Profiling ist, Entschuldigung, ich muss eingreifen, Racial Profiling ist rassistisch. Und dass wir ständig kriminalisiert werden und mit Kriminellen alle Migranten in einen Topf geworfen werden, mit Kriminellen, das läuft hier schon eine ganze Weile. Und das können wir jetzt auch nicht mehr wegreden. Jetzt müssen wir auch mal ehrlich bleiben bei der ganzen Geschichte. Natürlich haben Migranten das Gefühl, wir werden generell kriminalisiert, weil es Racial Profiling gibt. Und das kann nicht sein. Der Europarat ruft Deutschland regelmäßig dazu auf, was gegen Rassismus zu tun. Wie viel Respekt haben Sie vor dem Europarat? Wer ist das für Sie? Ist das irgendwie Muppet Show oder wer soll das sein? Warum wird darauf nicht reagiert? Warum wird das nicht ernst genommen? Warum wird es immer zur Seite geschoben? Warum versucht man Migranten und eine Minderheit an Kriminellen, die es natürlich in jeder Gesellschaftsgruppe gibt, zu kriminalisieren? Das ist mir unerklärlich. Wir haben mehr Migranten in Unis als Kriminelle. So, würden Sie denn sagen, dass wenn beispielsweise die Polizei eine Shisha-Bar kontrolliert, in der in Größenordnung arabischstämmige Männer sitzen, in der Regel, ist das dann schon Racial Profiling in Ihren Augen? Naja, also das, wie das Agieren jetzt abläuft, der Polizei nach ethischen Merkmalen? Also, was ich jetzt aus den Pressetexten entnehmen konnte, ist, dass ja erstmal schon mal diese ganze Clan-Kriminalität aufgebauscht wird. Da werden mit falschen Zahlen da noch lieber noch mal einreihen. Da wird mit Namen-Indikator gearbeitet, was auch schon rassistisch ist. Also da gibt es ganz sehr schöne Berichte von der Zeit, die man sich auch da jetzt noch angucken und durchlesen kann. Und da stimmt so einiges nicht. Und das sind Polizisten, die das sagen. Selbst Polizisten sagen, hier läuft was, was nicht so ganz richtig ist. Das heißt, man baut hier läuft Sache heute auf, Abend was. Um irgendwie auch an Gelder zu kommen, weil eben Gelder permanent minimiert werden. Beziehungsweise bestreiten Sie Clankriminalität oder sagen Sie, es werden nur die Falschen unter Verdacht genommen? Clankriminalität in bestimmten deutschen Großstädten, in bestimmten Vierteln, ist maßgeblich geprägt durch arabische Großfamilien oder libanesische. Da finden Sie keine schwedischen Volkstanzgruppen. Mhm. Und wenn jetzt gesagt wird, aber wenn man die in einen Zusammenhang stellt, ist das sofort Rassismus. Nein, das ist die Erfahrung, die tägliche Lebenserfahrung der Polizei. Die Bundespolizei hat über 8 Jahre lang geprüft, Vorwurf Racial Profiling. Und es gab tatsächlich bei Tausenden von Kontrollen genau 25 Beschwerden. Und es ist ja nicht so, dass jetzt, das war übrigens ein Zugbegleiter und nicht die Polizei, dass nur Schwarze kontrolliert werden. Also aber es werden auch Schwarze und ich, kontrolliert. Und ich fürchte den Tag, an dem die Polizei sagt, den kontrollieren wir besser nicht. Naja, gibt es Ärger und uns wird Racial Profiling vorgelegt. Wissen Sie, dass Polizeigewalt, höchstens 2% davon kommen vor Gericht? Wissen Sie das eigentlich, dass bei Polizeigewalt das so vertuscht wird, genauso wie man es beim NSU gemacht hat? Das ist nicht in Ordnung. Und ich habe nicht, ja, das müssen Sie aber auch ganz dolle machen. Ich finde nicht, dass das richtig ist, zu sagen, setzen Sie irgendwie Kleinkriminelle, das ist unsere Erfahrung. Natürlich, wir müssen ja gucken, in welchen Milieus leben Migranten. Ja? Also es sind ja nicht diejenigen, die wie Philipp Amthor Korruption betreiben. Da kommt kein Polizist. Und dann hier so ein Fass aufmachen. Jetzt verbinden wir tatsächlich ganz viel miteinander, Herr Özdemir. Und wir fragen uns gleich noch mal danach, was die Polizei da eigentlich tut und ob sie sich diesem Vorwurf gefallen lassen muss, dass sie tatsächlich ethisch unterscheidet und unterschiedlich gegenüber Migranten oder Menschen, die eben einfach anders aussehen als die Mehrheit der Deutschen, aber es sind ja auch Deutsche in großen Teilen, dass sie da unfair vorgeht. Also wir haben jetzt die Wahl, das holzschnittsartig heute Abend zu machen oder differenziert. Ich versuche es mal ein bisschen differenziert. Ich finde erstmal, dass der Vergleich mit der US-Polizei und der deutschen Polizei, da bin ich bei Herrn Fiedler, ein falscher Vergleich ist, weil wir die Polizei Gott sei Dank anders ausbilden, übrigens auch anders bezahlen, das ist auch wichtig wegen Korruptionsanfälligkeit und weil der Rückhalt der Polizei in der Gesellschaft, übrigens auch im Vergleich zu Frankreich, in Deutschland ganz anderer ist. Das, die Akzeptanz der Polizei in der deutschen Gesellschaft ist eine sehr hohe, da gibt es ja viele Untersuchungen. Trotzdem gibt es allerdings ein Problem, dass in bestimmten Milieus bei Jugendlichen
zwar nicht nur mit Migrationshintergrund, wir ein Problem haben, dass die Polizei als das andere auf der anderen Seite der Barrikade wahrgenommen wird. Das ist auch nicht übrigens ein ganz neues Phänomen. 62 Schwabing hat man das schon mal. Denken Sie in Berlin-Kreuzberg an die 1. Mai-Demonstration, die dann irgendwann ja auch mal folkloristisch wurden. Übrigens kleine Fußnote. Die Taz hat 1990 auch die Polizei mal angefordert, um geschützt zu werden vor der autonomen Szene. Also auch das kann man den Redakteuren der Taz mal sagen, dass die auch schon mal dankbar waren, dass die Polizei sie geschützt hat angesichts des Artikels. Und jedenfalls, ich finde, wir haben uns als Politiker, weil die Polizei für uns oft schwierige Sachen machen muss, für die Gesellschaft vor die Polizei zu stellen. Wenn ich Innenminister wäre, würde ich sagen, es ist ein Privileg, die Uniform dieses unseres Landes tragen zu dürfen. Das gilt für Bundeswehr, das gilt für Polizei. Aber weil ich das sage, und das ist wichtig jetzt, da wäre es schön, wenn wir da einen Konsens hätten, ist es umso wichtiger, dass wir denen, die für uns Dienst machen, auch sagen, es kann nicht sein, dass du die Uniform unseres Landes trägst und beispielsweise Reichsbürger bist, also die Existenz des Landes in Frage stellst, von dem du dich auch noch bezahlen lässt. Es kann nicht sein, dass du bei Identitären bist. Es kann nicht sein, dass du eine rechtsradikale Gesinnung hast, das gilt auch übrigens für Islamisten und so weiter. Solchen Leuten gehört die Uniform ausgezogen, und zwar sofort, damit Gut. die Polizei keinen jetzt Schaden machen nimmt. Wir noch jetzt ein neues muss ich Thema bloß den Brückenschlag. Also, es kam ja, das sind Einzelfälle, Gott sei Dank, aber es sind mir ein bisschen zu viele Einzelfälle. In Dessau verbrennt ein Flüchtling in einer Zelle an Händen gefesselt. Wie geht sowas? Warum gibt es da keine Schuldsprüche? Oder NSU. Schauen Sie, da ist einer der drei Haupttäter. Da kommt die Polizei, klingelt an der Tür, soll durchsuchen. Der gute Mann steigt in sein Fahrzeug, geht in die Garage, fährt weg und entkommt. Wie geht sowas? Jetzt bin ich alt genug, dass ich nur so ein bisschen aus den Jugendschilderungen meiner Dozenten von früher weiß, wie das damals bei der RAF war. Wie das Land hart vorging. Da kann man darüber diskutieren, ob immer richtig, aber es ging hart vor. Ich wünsche mir dieselbe Härte im Umgang mit dem Rechtsradikalismus. Das ist das Einzige, was ich möchte. Ich möchte, dass unser Staat parteiübergreifend klar ist gegen jede Art von Extremismus. Dass es da auch einen Konsens gibt. Da haben wir lange gebraucht in der Politik. Wenn wir ehrlich sind, nach dem Regierungspräsidenten hat sich was geändert, weil alle gemerkt haben, es kann jeden von uns treffen. Ist jetzt Menschen hätten nicht sterben müssen, wenn wir es früher angefangen hätten. Mit dem Garagenkomplex nur halb richtig, aber nicht das Thema. Dass man da Fehler gemacht hat, ist völlig klar. Aber es ist nicht so, dass die Polizei damals Verdächtigen hat fahren lassen in Kenntnis des Bombenfundes oder der Materialien, mit denen man Bomben bauen könnte. Den Eindruck darfst du nicht erwecken. Ja, aber davon gibt es eine ganze Menge Fälle. Wir müssen, das hätte bei der RAF zehnmal gereicht. Wir wollen noch mal ein bisschen sortieren, ehe wir zu den Erkenntnissen kommen. Feindbild Polizei hat uns befasst. Die Kolumne ist schon erwähnt worden. Letzte Woche hat es in der Taz einen Artikel gegeben, über den Deutschland bis heute streitet. Ihr Thema, wohin mit Polizei? Polizisten, wenn man die Polizei abschaffen würde. Da. Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Cem Özdemir, ist das für Sie Satire oder ist es Hate Speech? Das ist einfach widerlich. So, da braucht es gar kein Vertun. Dafür gibt es den Presserat, dafür gibt es die Klagen, die auch von Polizeigewerkschaften, das ist auch richtig so. Da kann man im Rechtsstaat was machen, das muss man sich auch nicht gefallen lassen. Ich finde nur nicht, dass der Innenminister unbedingt die richtige Instanz dafür ist. Weil der Innenminister muss sich dann natürlich auch die Frage gefallen lassen, hat er das bei vergleichbaren Fällen auch gemacht? In Frankreich gibt es eine Anwältin, die war Nebenklägerin. Vertreterin bei NSU-Verfahren. Aus einem Polizeicomputer heraus ist ihre Privatadresse veröffentlicht worden. Wie man mittlerweile weiß, sind ja mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden. Kommen wir auch noch und zu? Da habe ich jetzt nicht gehört, dass der Innenminister da auch eine Klage macht. Also wenn du das anfängst als Innenminister, dann musst du jeden Tag 5 Klagen machen. Deshalb auch da bitte schön, tu mal nicht so, als ob das der Alltag wäre. Es ist gut so, dass die Redaktion das selber verurteilt hat. Es ist gut so, dass es einen Konsens der demokratischen Parteien gibt, dass wir so nicht mit unserer deutschen Polizei umgehen. Wir fragen noch mal nach Horst Seehofer. Der hat die Anzeige heute am Vormittag zurückgezogen, Herr Bosbach. Mir gar nicht gestellt. Gar nicht gestellt, die Idee zurückgezogen, so ist es richtig. Ist es mal ganz grundsätzlich gefragt, die Aufgabe eines Bundesinnenministers, Journalisten anzuzeigen? Nein, aber ich kann verstehen, dass sich der Bundesinnenminister als Dienstherr seiner zwei Polizeien, des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei, bei solchen widerlichen Texten vor
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt. Das kann ich nicht nur verstehen. Ich glaube, dass das auch erwartet wird. Das ungeachtet hätte ich ihm nicht den Rat gegeben, Strafanzeige. Nicht den Rat zu, genau. Nicht den Rat gegeben, eine Strafanzeige zu erstatten. Eben erstens, weil er auch noch Verfassungsminister ist? Es sind schon viele Strafanzeigen erstattet worden und die Rechtslage wird keine andere durch die Masse an Strafanzeigen. Zweitens, damit hätte sich die ganze Geschichte umgedreht. Es wäre nur noch um die Frage gegangen, ob die Pressefreiheit in Deutschland in Gefahr ist. Und drittens, ich ahne, wie das Ermittlungsverfahren ausgeht. Sie, Frau Baydar, haben einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin mit unterzeichnet, in dem Sie Hengame Yagubifara sich mit ihr solidarisieren. Solidarisieren Sie sich auch mit Ihrem Text? Sagen Sie, das ist Satire? Sagen Sie, das ist okay? Ich muss erst mal dazu sagen, ich bin ein großer Fan von der Arbeit von Hengame. Ich finde ihre Arbeit großartig. Sie ist eine brillante Journalistin, eine großartige Autorin. Und auf ihr so rumzubashen, nachdem wir hier uns mit Müllrhetorik über Migranten überzogen werden. Herr Innenminister macht da gar nichts, wenn Aydan Özros entsorgt werden soll. Wenn man von Kümmelhändlern und Kameltreibern, die hinter den Bosporus gehören, spricht. Wenn man von uns als genetischen Müll spricht, wie das Herr Sarrazin gemacht hat. Keiner ist da aufgestanden und hat eine Anzeige gemacht. Also zumindest kein Seehofer. Und für einen Seehofer, Entschuldigung, jetzt muss ich auch mal was sagen, bleiben wir doch bei der Wahl. Es geht Ihnen doch nur um eins. Es geht Ihnen um das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin. Sie wollen sich das nicht gefallen lassen, dass die Polizei eigentlich unterstützt wird und deshalb hängen Sie so rum. Und deshalb machen Sie das. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das ein satirischer Text ist. Herr Böhmermann hat mir auch nicht gefallen mit seiner Esel-Türkenfinken-Ziegen. Fand ich auch nicht toll, aber ich stand 100% hinter Herrn Böhmermann. Weil hier Satire und Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit ist. Und so, das wird sich auch nicht ändern. Aber bleiben wir jetzt noch mal bei diesem Text. Wer schwach ist, darf der einen Stärkeren viel heftiger beleidigen als der Starke den Schwachen? Im Prinzip gibt es natürlich durch die Asymmetrie, natürlich, ne, weil ich meine, jetzt dürfen wir eins nicht vergessen, das ist eine Journalistin. Wir haben hier aber mit einem bewaffneten Staatsorgan zu tun, ja, und einem organisierten Staatsorgan. Ich finde, da muss man auch mal ein bisschen das ein bisschen beiseite lassen. Es ist ein satirischer Text gewesen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe diesen Text ganz anders gelesen als Sie. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, ob das irgendwie gegen die Polizei geht oder ob damit die Polizei gebasht wurde. Es ist ein satirischer Text. Nur der Zeitpunkt, an dem das aufgenommen wurde von Ihnen, der ist doch sehr interessant. Das ist nämlich genau der Zeitpunkt, wo jetzt das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin rauskommt, wo Herr Seehofer ja schon rummukiert hat, dass er jetzt keine Polizei mehr nach Berlin schicken will. Wie solidarisch ist Herr Seehofer, wenn er da die Polizei nicht zu seiner eigenen Polizei schicken will und dann aber eine Journalistin rauszieht? Das ist nicht in Ordnung. Er hat sich heute übrigens, dazu kommen wir noch, mit dem Berliner Innensenator verständigt und geeinigt darüber, dass es doch der Fall sein wird und dass es also keinen Dissens zwischen der Bundespolizei und Berlin gibt, wenigstens soweit zu den Fakten. Wir bleiben noch bei dem Text, Herr Fiedler. Dass das Gesetz gilt. Kollegen von Ihnen haben Hengame Yagubifara verklagt. Würden Sie sich anschließen? Nee, wir haben das deswegen nicht gemacht, aus den Gründen, die Herr Bosbach gerade aufgezählt hat. Ich hätte auch das nicht geraten, weil es diejenigen, es waren die anderen beiden Polizeigewerkschaften, weil sie im Wesentlichen dazu beigetragen haben, dass er noch mehr Beachtung fand. Ich hatte, als ich ihn das erste Mal gelesen hatte, mir gewünscht, dass der Text selber möglichst schnell im Mülleimer landet. Und das ist nicht eingetreten, weil eben zunächst einmal viel zu viel Beachtung gegeben wurde. Ich hätte mir gewünscht, es liest kein Schwein, um es auf den Punkt zu bringen. Das ist aber nun nicht eingetreten. Und dann, wenn man sich dann mit dem Inhalt dann einen Moment befasst, reicht meine Fantasie nicht aus, um auch nur an einer Silbe irgendwo Satire zu erkennen. Er war aus meiner Sicht einfach, hat den Polizeibeamten die Menschenwürde abgesprochen im Ergebnis. Und deswegen halte ich es in der Tat für prüfenswert, dass die Gerichte sich mit der Frage auseinandersetzen, ob hier Volksverhetzung einschlägig ist oder nicht, ganz eindeutig. Und deswegen finde ich das insoweit in Ordnung. Jetzt gibt es inzwischen, glaube ich, 25 Anzeigen, wenn ich das zum letzten Mal gelesen habe. Und so, fertig. Und der Presserat ehrlich wird gesagt sich damit befassen. Ich will einen Punkt nur noch sagen. Ich finde der Umstand allerdings, dass sich eben jetzt viele solidarisieren oder dass viele überhaupt noch so intensiv darüber diskutieren, schließt ja an die Debatten, die wir zu Beginn der Sendung gerade hatten, dass es nämlich gesellschaftliche Kreise gibt, die ganz offensichtlich erstens keine Satire darin erkennen und zweitens bestimmte Botschaften auch noch besonders brillant finden darin. Und das sind genau die Kräfte, von denen ich am Anfang gesagt habe. Es gibt halt in der Gesellschaft Kräfte, die halt
auf Destabilisierung ausgelegt. Das sind Parteien von links wie rechts. Und die kriegen natürlich entsprechendes Futter. Und das führt im Ergebnis dazu, dass wir in der Gesellschaft Hochschaukeleffekte haben, die sich im Zweifel am Ende des Tages, in welcher Facette auch immer, das werden wir vorher nicht erahnen, auf der Straße wiederfinden. Mhm. Horst Seehofer hat einen Zusammenhang hergestellt, Herr Bosbach, zwischen diesem Text und den Krawallen in Stuttgart. Glauben Sie, dass die Täter die Taz lesen? Ich habe gerade schon mal gesagt, das ist nicht monokausal, da wird es viele Gründe zu geben. Aber beim Kampf, so heißt das ja heute, Kampf gegen Rechts oder gegen rechte Gewalt oder gegen Rechtsextremismus, wird immer wieder unzurecht gesagt, achtet auf eure Sprache, aus der Sprache werden Taten. Bei diesem Thema habe ich diesen Satz noch nie gehört. Und deswegen ist es doch wichtig, dass wir kein gesellschaftliches Klima erzeugen oder befeuern, wo plötzlich die Polizei der Übeltäter ist und nicht diejenigen, die sie zu bekämpfen haben, nämlich Verhinderung und Aufklärung von Straftaten. Das ist die Kernaufgabe der Polizei. Sie genießt in Deutschland ein überragendes Ansehen. Über 80% der Bevölkerung sind mit ihrer Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Wir Politiker wären froh, wenn wir eine solche Zustimmungsrate hätten. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die Gesellschaft insgesamt unserer Polizei Vertrauen entgegenbringt. Kein blindes Vertrauen. Was schiefläuft, wird aufgeklärt, werden die Konsequenzen gezogen, dienstrechtlich, strafrechtlich. Mhm. Aber dass wir ein Grundvertrauen ihnen entgegenbringen. Und dass aus Worten Taten werden können, würden Sie sagen, Horst Seehofer hat sich das immer auch in der Flüchtlingskrise beispielsweise zu Herzen genommen? Ja, ich glaube, dass wir heute einen ganz anderen Umgang haben, auch in der Sprache, als zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Ja. Allerdings, Frau Illner, in andere Richtung auch. Heute darf man viel offener über objektive Fehlentwicklungen bei der Zuwanderungspolitik reden, als das noch vor 3 oder 4 Jahren der Fall war. Heute kann man auch ganz offen Fehlentwicklungen ansprechen, ohne dass man sofort in die rechte Ecke gestellt wird. Mhm. Das Ergebnis der Äußerungen von Bundesinnenminister, der hat ja damit die Überlegungen öffentlich gemacht, mit Klagen oder nicht Klagen. Das hat auch erst mal dazu geführt, dass die Debatte über diesen Artikel, die ja kritisch geführt wurde, auch in der Taz, auch in dem Milieu, und das ist ja wichtig, in der eigenen Redaktion, wie Sie sagen, da wurden doch erst mal wieder die Reihen geschlossen. Das ist so, ich lang mir einfach an den Kopf. Es gibt einfach zu viele Leute in dieser Gesellschaft, die vor allem damit beschäftigt sind, Gräben aufzureißen. Wir haben wirklich genug Gräben. Ich würde mir wünschen, gerade ein Innenminister muss doch die Rolle haben, Gräben zuzuschütten. Ich würde an seiner Stelle in die Taz-Redaktion gehen und sagen, jetzt lasst uns mal diskutieren, was ist euer Polizeibild? Und dann lasst uns mal gucken, ob es da irgendwie eine Grundlage gibt. Ich habe ja noch mal gesagt, auch Menschen, die sich als links definieren, sind hier und da, glaube ich, ganz glücklich, wenn sie von der Polizei beschützt werden. Ich bin jemand als Grüner bekannt. Ich werde bei meinen öffentlichen Auftritten durchs Bundeskriminalamt geschützt. Ich bin da sehr dankbar dafür, weil ich mit Rechtsradikalen zu tun habe und mit türkischen Nationalisten zu tun habe. Das darf man auch ruhig sagen, dass man da dankbar ist. Aber ich sage nochmals, gerade weil ich dankbar bin, ist es auch wichtig, dass wir darüber diskutieren, was ist die Rolle der Polizei. Manchmal delegieren wir an die Polizei Aufgaben, die gar nicht ihre Aufgabe sind. Die Polizei ist nicht zuständig für die Schulen, die Polizei ist nicht zuständig für Sozialarbeit, sie ist nicht zuständig für Wohnungspolitik. Also jeder muss seinen Job machen, damit alle in der Gesellschaft das Gefühl haben, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen können und dass man das nicht am besten macht, indem man Sachen kurz und klein schlägt, sondern indem man sich anstrengt und dann was erreicht in der Gesellschaft, eine durchlässige Gesellschaft, die Rassismus, die rote Karte zeigt. Das wäre meine Vision von einer gemeinsamen Gesellschaft.